Herzlich willkommen zu Part 23 von Let's Play The Sims 4 Disney Legacy Challenge. Wir sind hier zurück bei unserer lieben White Family. Und da fällt mir gerade ein, dass wir jetzt noch gucken müssen, ob Snow Jacobs Namen angenommen hat oder Jacob Snows Namen. Aber ich bezweifle, dass er ihren Namen angenommen hat, weil er sie ja quasi geheiratet hat. Gucken wir aber jetzt nach, werden wir gleich herausfinden. Die Frage ist auch, warum hat Jacob eine Zahnspange? Naja. Das finden wir auch heraus. Diese und noch viele weitere Fragen werden wir in diesem Part klären. Nein. Dreck mal ersticken, ey. Im letzten Part hatten wir ja die White-Hochzeit, die nicht ganz so glatt gelaufen ist. Im Nachhinein habe ich mir auch gewünscht, dass ich einfach nochmal von vorne angefangen hätte. Einfach alles gelöscht hätte und einfach nochmal die Hochzeit gestartet hätte. Aber irgendwie habe ich das nicht getan. Ja, vielleicht werden wir das Ehegelübde irgendwann nochmal erneuern und dann gibt es einfach eine richtig perfekte, schöne Hochzeit. Aber fürs Erste ist das jetzt erstmal okay, so, sie sind verheiratet und irgendwie ist das ja auch lustig, sich an so eine Hochzeit zu erinnern. Nicht so lustig ist diese Wand hier. Wo sind wir? Hallo? Hä? Ja, hi. Genau, Jackie hat hier an diesem Montagmorgen ein paar Pancakes gemacht, also es ist der Tag nach der Hochzeit und Snow hat bestimmt auch ein bisschen Hunger, die Kids schlafen noch. Flynn ist in der Schule, ihm geht's ganz gut, er ist heute ziemlich glücklich und sonst ist er das ja eher nicht. Viele von euch haben vorgeschlagen, ob Flynn nicht vielleicht homosexuell werden könnte. Ich möchte das jetzt aber nicht so beeinflussen, wir gucken, wie was so kommt, aber ich habe auch so ein bisschen Tendenzen, weil naja, er hat nicht wirklich Freunde und ist immer sehr in sich gekehrt und irgendwas scheint ihn ja zu bedrücken, weil er ist ja sehr oft sehr traurig und wir müssen noch herausfinden, was ihn so bedrückt. Dann haben viele von euch geschrieben, Nina, wir müssen die Hochzeitsnacht doch nutzen für gewisse Dinge. Und da habt ihr absolut recht. Wo läufst du denn jetzt hin? Du sollst das hier bitte auch noch mitnehmen. Und ich verstehe das nicht. Hier ist doch auch ein Waschbecken. Nimm doch das. Wo war ich mit meinen Gedanken? Genau, dass wir die Hochzeitsnacht ja nutzen müssen. Aber das Problem war natürlich, dass die Kids, also dass Flynn heute in die Schule musste und Coda und Kenai natürlich auch zu Hause waren und so. Deswegen konnten wir die Hochzeitsnacht ja nicht so wirklich nutzen. Ich habe mir aber gedacht, dass wir heute einen Family-Ausflug nach Solani machen. Das haben sich viele von euch auch gewünscht, dass wir mal so einen Familienausflug machen. An den Strand quasi und dafür ist Solani ja super gut geeignet. Ich finde das ein bisschen schade, dass es kein Urlaubsort ist. Also es wäre natürlich voll cool, wenn die da wirklich so richtig Urlaub machen könnten. Wir müssen echt mal schauen, wie wir langsam an Geld kommen, denn das ist wirklich nur noch traurig. Wir haben jetzt die Hochzeit gehabt und jetzt haben wir wirklich einfach gar kein Geld mehr. Wir sind sowas von super pleite. Und ich denke, ich muss mich jetzt einfach mal eurem Vorschlag hingeben, dass wir eine Staffelei kaufen und wir Snow ein bisschen malen lassen. Ich glaube, das macht Sinn, weil alles andere bringt uns irgendwie nicht so mega viel Geld. Ja, deswegen werden wir das tun. Ich weiß nicht ganz genau, was die Staffelei kostet. Das werden wir jetzt aber herausfinden. Staffelei. Okay, es gibt diese. Okay, die günstigste ist also kostet 300 Simoleons. Da müssen wir wohl noch ein bisschen sparen, bevor wir uns das kaufen können. Ich meine, wir brauchen sie eigentlich, damit wir überhaupt Geld bekommen. Was kriegen wir für den Verkaufstisch? 240 Simoleons. Ich weiß nicht, ich glaube, Snow ist auch langsam einfach so weit, dass sie diese Verkaufsmöglichkeit aufgeben möchte mit dem Verkaufstisch. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ihr Ding. Und sie möchte einfach vorankommen. Deswegen verkaufen wir jetzt den Tisch, damit sie sich dann die Staffelei kaufen kann, um damit dann Geld zu verdienen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse, aber es muss jetzt leider sein. Wir stellen sie jetzt auch mal hier ins Wohnzimmer, weil wir müssen jetzt irgendwie an Geld kommen, denn Snow möchte irgendwann ihr Café eröffnen und bald ist auch wieder ein Baby auf dem Weg. Also, wer hat das jetzt gesagt? Wir müssen für Geld sorgen und deswegen ist das jetzt ganz wichtig, dass wir das machen. Genau, so, jetzt gib ihm doch bitte. Was gibt sie ihm jetzt? Oh, da steht noch voll der vergammelte Becher, ey. Ihr seid so ekelhafte Eltern. Super, so, jetzt setz dich da hin und iss. Und du gehst hier an die... Oh mein Gott. Wir können uns nicht mal ein Gemälde leisten, weil wir zu wenig Geld haben. Oh mein Gott, wir müssen einfach noch was verkaufen. Ich glaube es einfach nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so arm sein wie wir?
Das geht doch überhaupt gar nicht, oder? Okay, wir verkaufen jetzt ein paar Büsche hier. Ich bin langsam echt schlecht gelaunt. Warum bin ich so schlecht da drin, Geld zu verdienen? Warum? Okay, wir machen ein klassisches Gemälde. Warum ist das denn alles so teuer? Wir beginnen mit einem mittelgroßen klassischen Gemälde, okay? Weil ich weiß nicht, vielleicht wäre das selbstsichere Gemälde ja mehr wert. Aber oh, habt ihr gesehen, wie die sich geküsst haben? Ich glaube, wir machen den Familienausflug aber morgen. Dann können die den Tag heute noch mal so ein bisschen nutzen, um an den Fähigkeiten zu arbeiten. Denn ich habe ja eben schon gesagt, dass die Kids am Mittwoch auch Geburtstag haben. Also Jacob hat Geburtstag und Coda und Kinder haben Geburtstag. Und bevor die zu Kindern werden, wollen wir denen natürlich noch ermöglichen, dass sie die Fähigkeiten schaffen. Beziehungsweise, ich glaube, Kenai hat sogar schon in einem Level 5, ne? Genau, er hat Fantasie Level 5, deswegen hat er das sozusagen schon geschafft quasi. Ist die Kamera jetzt super dunkel, ne? Diese Lichteinstellung. Aber dann können wir wieder mal Lichter machen. Hallo! Was wir auch noch beachten müssen, das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht, aber das ist eine Regel, dass jedes Kind ein negatives Merkmal bekommen muss. Er hat jetzt nur Virtuose. Haben die Kinder nicht eigentlich mehr Merkmale in dem Alter? Naja, auf jeden Fall muss er noch ein negatives Merkmal bekommen. Ich glaube, Flynn könnte schaffen, Einserschüler zu werden. Okay, er ist schon Einserschüler. Hey, warum steht er denn Dreier? Oh, okay. Jetzt kriegt er dann eine bessere Note, richtig? Aber er könnte es auf jeden Fall schaffen, Einserschüler zu werden, denn er strengt sich im Moment ziemlich an, auch wenn er jetzt hier seine Hausaufgaben nicht begonnen hat. Er ist schon wieder traurig. Flynn scheint ein neues Geschwisterchen zu wollen. Oh, Flinny. Das können wir dir erfüllen, mein Lieber, auf jeden Fall. Und so, ansonsten, ja, sind seine Fähigkeiten irgendwie eher nicht so geil. Kreativität ist ganz gut. Aber, naja, und hier haben wir noch fast gar nichts geschafft. Obwohl, guck mal, Level 2 der Motorikfähigkeit haben wir schon erreicht. Aber wir müssen halt noch auf diesem Spielturm spielen. Da könnten wir eigentlich mal in den Park mit ihm gehen. Wir haben, oh mein Gott, ich wusste es. Wir haben Post bekommen und natürlich auch die Rechnungen. Das ist unser Ruin. Oh mein Gott, unsere Dings wird abgestellt werden. Unser Strom. Fuck it, ey. Leute, was sollen wir tun? Oh mein Gott, Jackie geht erst morgen wieder... Nee, übermorgen geht er erst wieder arbeiten. Oh mein Gott, ich krieg echt zu viel. Wir müssen dringend auch daran arbeiten, dass Jackie Bücher schreibt. Weil dann könnten wir da vielleicht auch noch ein bisschen Geld mit verdienen. Aber wir haben halt auch keinen Computer zu Hause. Kann er keine Bücher schreiben? Oh mein Gott, das ist echt ein reines Desaster. Desaster. Aber wir haben hier ein paar, oh mein Gott! Wir haben ein paar Hochzeitsgeschenke bekommen. Die verkaufen wir jetzt einfach. Weil wir können damit eh nichts anfangen. Ich meine, das sind so Blumen. Das brauchen wir alles nicht. Ja, das hatten wir vorher schon. Das verkaufen wir einfach alles, weil wir brauchen das Geld. Oh mein Gott, wie schön das aussieht, endlich mal ein bisschen Geld zu haben. Yay, Snow hat schon Level 2 der Malereifähigkeit erreicht. Das ist sehr gut. Und das Ganze sieht doch hier schon gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Das sieht aus wie der große, böse Wolf von Rotkäppchen. Und da ist noch so ein Kätzchen irgendwie. Okay, Snows Gemälde ist fertig. 126 Simoleons ist es wert. Richtig gut. Wir werden das jetzt mal direkt verkaufen und danach muss sie einfach weitermalen. Snow wird heute den ganzen Tag malen, damit wir uns zumindest unsere Rechnungen leisten können. Boah, das ist so krank. Wir können uns einfach nicht unsere Rechnung leisten. Ich glaube, es war vielleicht für uns noch ein bisschen zu früh, in so ein großes Haus zu ziehen. Aber das merkt man dann halt einfach erst danach, ne? Manchmal macht man einfach Fehler. Und Jackie, du musst gleich dringend, ganz, ganz dringend Coda baden. Oh, Cody, was machst du denn? Oh, Flynn ist mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt. Yay, das finde ich immer cool. Gute Noten, Flynn hat hart gearbeitet und ist jetzt euer Schüler. Gut gemacht, seht ihr? Flynn ist echt ein richtig guter Schüler. Oh, was hat er denn da über dem Kopf? Wie süß ist das denn? Ach, weil er so gute Noten hat. Aber er ist mal wieder traurig. Also jetzt wissen wir ja, warum er traurig ist, weil er ein Geschwisterchen bekommen will. Level 3! Snow kann jetzt leichte Pop-Art-Gemälde anfertigen. Woohoo! Wir wollten ja eh wegen seiner Zahnspange mal gucken, warum er eine Zahnspange hat. Keine Ahnung. Ich war das nicht, Leute. Ich war das wirklich nicht. Und dann geben wir ihm jetzt direkt mal den Nachnamen. White! Jacob White! Oh mein Gott! Und die heißen alle White, ne? Ja, das sind alles Whites. Ja, oh,
ich freue mich so. Wir müssen Jakey auch irgendwann mal ein Umstyling geben. Ne? Er hat ja immer seine gleiche Kleidung gehabt. Und irgendwie, finde ich, passt das nicht alles mehr so richtig zu ihm. Weil er ist ja auch so ein bisschen zu so einem, ja, Waldboy geworden. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber Snow ist ja so sehr naturbewusst und lebt so mit der Natur im Einklang. Und ja, er hat ja so ein paar Outfits, die sind schon sehr, sehr cool noch. Wie das zum Beispiel. Oder sein Party-Outfit. Nee, sein Sportoutfit meine ich. Hier so diese Basketballkleidung und sowas. Ja, da können wir vielleicht mal was machen, aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir dann. Vielleicht, wenn er Geburtstag hatte. Nach seinem Geburtstag werden wir ihm dann einen neuen Stil geben. So, Snow ist mit dem Gemälde fertig. 174 Simoleons. Boah, das ist ja richtig lukrativ. Oh mein Gott, warum haben wir das nicht früher gemacht? Und dann werden wir ihm jetzt da gleich helfen. Nein, du gehst jetzt nicht schon wieder zu den Kleinen. Wir werden ihm jetzt dabei helfen. Er fängt jetzt an, da zu arbeiten. Und dann werden wir bei Projekt helfen. Yay, was ist denn das für ein Projekt? Schulprojekt, mittelalterliche Burgdiorama. Aha, interessant. Jakey ist hier oben und räumt auf. Oh, kann Jakey auch noch mithelfen? Das wäre ja mega süß. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie süß ist das denn bitte? Ey, dafür, ne, muss ich einfach wirklich mal Props geben an EA. Ich liebe diese kleinen Interaktionen. Das finde ich super realistisch. Das finde ich so, so cool, dass sie da einfach als Familie jetzt sitzen, ihrem Sohn dabei helfen, dieses Schulprojekt fertig zu bekommen. Und ach, ich finde es einfach mega, mega cool. Gefällt mir mega gut. Was hat er denn da? Sorgfältig gearbeitet, ja. Kenai hat schon mega schlechte Laune. Er ist ein bisschen müde, aber er geht jetzt hier mit Coda ein bisschen mitspielen. Hat Coda jetzt keinen Bock mehr, oder? Oh ne, die klappt die Spiele zusammen. Oh, und Peppy braucht dringend ein Bad. Wie immer. Das wird sie auch gleich bekommen, wenn die mit dem Schulprojekt fertig sind. Und dann kriegt sie mal ein Schaumbad. Yay, es ist fertig. Flynn hat sein Schulprojekt schnell abgeschlossen. Die Zusatzarbeit wurde belohnt. Und Jacob hat jetzt auch die Malereifähigkeit erhalten. Und wie hat sich das jetzt auf seine Schularbeit ausgewirkt? Keine Ahnung. Naja, egal. Ach, die können auch Urlaub nehmen. Dann werden wir morgen nämlich einfach einen Tag Urlaub für ihn nehmen. Und dann werden wir nach Solani reisen zusammen. Es ist jetzt der nächste Morgen. Flynn nimmt sich gerade Urlaub. Also, er hat gerade in der Schule angerufen und sagt so, hey, Browskis, ich bin heute raus. Und er genießt heute den freien Tag. Allen anderen geht es auch soweit gut, glaube ich. Die sind alle zumindest schon mal wach. Und das ist gut. Hä? Ist das statisch? Und da jetzt einfach alle auch wach sind, werden wir jetzt direkt losdüsen. Bevor jetzt hier irgendwer gleich wieder anfängt zu heulen. Ich sehe hier oben schon wieder, Coda ist schon wieder traurig. Und ich kann es mir nicht mehr geben, Leute. Wir düsen jetzt nach Solani. Auf geht die Reise. Ich mache wirklich drei Kreuze, wenn Coda und Kenai Kinder sind. Wirklich. Und wenn ich mir dann überlege, dass wir das Ganze noch viermal durchmachen. Ganze viermal, weil wir 7 Kinder brauchen. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht mit meinen Nerven vereinbaren. Aber egal. Wir reisen nach Solani und werden was erleben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal an den Strand hier unten, an den Strand von Ohanali. Hier unten habe ich auch ein neues Restaurant platziert und hier ist noch ein Spa. Da können wir so ein paar Sachen erleben. Je nachdem, was wir für machen wollen. So, und die ganze Family kommt mit. Pepper kommt natürlich auch mit. Pepper war bei der Hochzeit übrigens nicht dabei. Das tut mir sehr leid, aber ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen Bananas war an dem Tag. Und irgendwie alles vergessen habe. Und I'm very sorry about that. Flynn möchte, glaube ich, als allererstes mal eine Runde schaukeln. Oh, bitten, auf der Schaukel angeschubst zu werden. Ja, Snow wird das machen. Und die Kleinen werden jetzt hier mal ein bisschen im Sand bauen. Und zwar mit Kenai. Oh mein Gott! Wir waren einfach noch gar nicht in Solani mit kleinen Kindern. Das habe ich nur in L.A. aufgenommen, als ich das vorweg aufnehmen durfte. Und Peppa kann doch ins Wasser gehen, oder? Erinnere ich mich da falsch? Wartet mal. Irgendwas kann man mit den Hunden auf jeden Fall machen. Wie warm ist es hier eigentlich? Warm, okay, sehr gut. Oh, ich kann nicht mehr! Wie süß!
Oh mein Gott. I love this family. They are so very cute. I love you. Oh mein Gott, und Coda ist schon wieder traurig. Coda und Kena sind soeben gute Freunde geworden. Och, süß. Und sie haben wieder diesen gruseligen Zwerg gemacht. Und jetzt können die zweimal hier vorne im Wasser spielen. Im Ozean spielen. Und du spielst auch hier im Ozean. Oh, ich liebe diese kleinen Puffels. Oh, bei Kena habe ich es vergessen. Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich krieg mich nicht mehr ein. Oh, ah! Ah, das wollte ich nicht. Stopp, Pause. Ich wollte die zwei im Wasser beobachten. Oh Mann, ich krieg's wieder nicht hin, egal. Oh, wir sind im Wasser. Ach. Wie wär's, wenn ihr auch mal schwimmen geht? Zieht euch Badeklamotten an, obwohl das muss ich nicht. Seid nicht wie sie, geht nicht so schwimmen. Geh mal hier hin und sonn dich eine Runde, Snow. Aber creme dich ein, weil du hast sehr helle Haut. Und du kannst ja auch einfach mal eine Runde schwimmen. Nein, Hugo! Wir sind nicht für dich hier. Lass dich einfach mal auf dem Rücken treiben. Wir lassen unsere Kinder einfach da zurück. Ist schon okay. Nee, aber Flynn passt ja ein bisschen auf. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was sie heute brauchten, meine lieben Freunde. Host and White Family! Wie schön. Okay, ich glaube, der Flynn muss mal ganz kurz gleich hier, wenn er diese Falle präpariert hat, geht er dann mal eben mit Snow, ach mit Snow sag ich schon, mit Pepper spazieren, weil ihr geht's irgendwie die ganze Zeit mega schlecht. Oh, sie ist scharf. Na super. Sie möchte gerne Babys machen. Großartig. Wer hat sich das denn jetzt hier ausgedacht? Und Jackie, lebst du noch? Oh, er schwebt immer noch hier im Wasser rum. Sehr schön. Aber ich glaube, die sind einfach... Boah, die sind so glücklich gerade. Das ist so krass. Die haben voll den Rausch, glaube ich, einfach... Oh, guck mal, da ist der Schatten von ihm. Very nice. Very, very nice. Oh mein Gott! Das habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Ich dachte ja die ganze Zeit, die haben Mittwoch Geburtstag, weil mich das hier immer ein bisschen irritiert, dass der die Woche quasi mit Sonntag anfängt. Aber sie haben heute Geburtstag. Deswegen passt das ja sehr gut, dass wir jetzt quasi hier im Urlaub sind. Dann können wir jetzt hier auch die Geburtstage von denen feiern. Nur leider haben wir keine Kuchen. Gleicher Struggle wie beim letzten Mal, aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Ofen oder so. Oder wir lassen sie einfach von sich selbst altern. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ja, genau, das wollte ich nur noch gesagt haben. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Okay, Snow, du hast dich, glaube ich, jetzt genug gebräunt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Snow White echt eine Bräune bekommt. Komm doch mal aus dem Wasser jetzt hier raus. Komm mal raus, geh mal dahin. Und, hat sie eine Bräune? Hübsche Bräune. Ja. Sehe ich jetzt nicht so, Snow, aber ich glaube, das liegt an ihrem Skin. Deswegen sieht man das nicht. Oh mein Gott. Ich liebe euch alle sehr. Ja, Snow, so fühle ich mich auch. Oh mein Gott. Ja, I know. Wir geben ja unser Bestes. Wir geben unser Bestes. So, wo ist Flynn mit Peppy? Oh mein Gott, guck mal, die gehen hier so durch den Wald spazieren. Also durch den Dschungel wohl eher. Guckt euch das an. Was ist das bitte für eine schöne Kulisse? Oh mein Gott. Sulani ist wirklich so schön geworden. Guckt euch das mal im Hintergrund an. Das ist so crank. Die Kleinen flitzen darum. Süß! Ich glaube, jetzt haben alle hier alles so genug erforscht. Oh mein Gott, sie sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus. Aber hey. Und jetzt werden wir zu einem ganz bestimmten Ort gehen. Und zwar werden wir jetzt nämlich diese Insel hier erkunden. Wir werden... Oh, da wohnt jetzt jemand im Schiffswrack. Wir werden... ja, eigentlich will ich nicht in den Nachtclub, aber da gehen wir jetzt einfach hin. Obwohl, warte mal, wir gehen einfach zu denen. Ja. Wir werden sie besuchen mit allen natürlich. Peppy kommt auch mit. Jack kommt mit. So. Denn ihr wisst vielleicht, was ich schon wieder vorhabe. Hi, na, was geht ab in the Club? Also eigentlich könnt ihr jetzt alle hier einfach mal die Insel erforschen
Und Snow und Jakey sind mal ganz kurz weg. Bitte alle weggehen! Und auf geht's. Okay, davon brauche ich kurz ein Bild. Wartet. Girls and Boys. Woohoo! Hört mal, wie die Musik anders klingt. Hört ihr das? Ich lieb's. Ich lieb's sehr. Okay, Leute, ich hoffe wirklich sehr, dass es diesmal geklappt hat. Sonst wird sie wohl wirklich unfruchtbar sein. Ach, wie süß! Guck mal, Flynn ist schnorcheln gegangen. Und die kleinen Flutzis? Die rennen hier rum, einfach so. Oh, und Peppy passt auf Kenai auf. Wie süß ist das denn bitte? Süß, süß, süß. Sehr, sehr süß. Ein Ständchen bringen. Okay, sehr gut. Oh, das ist alles so schön. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir jetzt bald um ein Familienmitglied erweitert werden. Kann ich auch hier in dem Toilettchen einen Schwangerschaftstest machen? Nein. Okay, dann würde ich behaupten, dass wir jetzt nach Hause düsen und da dann den Geburtstag quasi feiern, weil dann kann Snow vielleicht auch noch eben Kuchen für die Kleinen backen. Ich denke, dass es für Jakey schon okay ist, wenn er keinen Kuchen hat. Aber für die Kleinen wäre es vielleicht auch noch ganz schön, wenn sie da eben zwei Kuchen machen würde. Und genau, dann können wir zu Hause auch einen Schwangerschaftstest machen. Und ja, wir sehen uns zu Hause. Okay, Kuchen Nummer 1 ist fertig. Ich hoffe, dass Snow jetzt es nicht wagt, sich ein Stück davon zu nehmen, denn sie hat Hunger. Gut. Sehr gut, Snow. Ich hoffe, dass auch niemand anderes wagt, sich davon ein Stück zu nehmen. Jakey, wag es dich nicht! Boah, die sind echt... Die sind so frech. Guck mal, wie schnell die Flitzis hier unterwegs sind. Das ist echt Wahnsinn. Also, wir haben es übrigens geschafft, dass die ihre, wie nennt man das denn, Voraussetzungen, um Teenager zu werden, schon erfüllt haben. Denn er hat schon Level 5 der Fantasie erreicht und sowieso auch hier, ach nee, da hätte er, glaube ich, in allen Level 3 erreichen müssen, genau. Aber egal, die haben beide Level 5 der Fantasiefähigkeit erreicht und ja, sind auch ganz gut, was die anderen Sachen angeht. Und genau, da müssen wir nur noch daran arbeiten, dass Flynn hier... ja, vorankommt. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, ich muss nochmal einen alten Part angucken, ob er auch Level 5 in irgendeiner Fähigkeit hatte oder in allen Level 3 hatte, was ich bezweifle. Aber ich versuche auch einfach das hier zu schaffen. Nee, da wollte ich nicht drauf. Da müssen wir nur auf einem Spielturm chillen und dann müssen wir Level 5 für 4 Stunden tippen üben. Aha, und dreimal über das Klettergerüst fürs Bruder ein Tippspiel erreichen. Wie lange ist er denn noch ein Kind? Bin White. 5 Tage, okay. Ja, vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht schaffen wir das noch. Yay! Oh, und Snow hat Level 8 der Kochfähigkeit erreicht. Snow hat das Rezept für Apfelkuchen gelernt. Außerdem kann sie Speisen aromatisieren, um eine bessere Qualität zu erzielen. Oh, oh, Snow hat das Rezept für Apfelkuchen gelernt. Den werden wir leider niemals essen können. Aber egal. So, stell den Kuchen hin und wehe. Du isst ein Stück. Nein. Wir machen Geburtstagskerzen drauf. Und hier machen wir auch Geburtstagskerzen drauf. Yay! Und dann feiern wir den Geburtstag von... Da Kenai weiter vorne ist, denke ich mal, ist er der Erstgeborene. Deswegen wird Kenai zuerst Geburtstag haben. Und Jakey ist auch fast fertig. Oh, wow. Mit seinem wunderschönen, koketten Gemälde. Boah, könnt ihr alle mal aufhören anzurufen? Wir wollen keine Kontakte nach außen. Okay, Coda ist schon am Schlafen. Coda, du musst aber jetzt leider nochmal aufwachen, weil wir feiern noch euren Geburtstag. Oh mein Gott, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass Coda und Kena gleich Kinder sind. Oh mein Gott, das ist so verrückt. Das ist wirklich mega verrückt. Flynn, isst du jetzt gerade... Nee, du isst jetzt keine Pfannkuchen. Wir feiern jetzt Geburtstag. Kommt! Weg mit dem Dings, ja. Oh, ich habe vergessen, dass man das nicht so feiert wie bei Sims 3. Traurig. Sehr, sehr traurig. Okay, Kena ist älter geworden. Bestreben und Merkmal wählen, um Merkmal zu ersetzen. Albern. Okay. Spielbeginn. Okay.
Er wird jetzt, warte mal, wir sind bei Kenai. Ich glaube, Kenai ist so, warte mal, darf ich nochmal die Dings sehen? Obwohl, er hat sozial nur Level 2, ne? Ach so, nee, das übernimmt er dann. Kindfähigkeitslevel 2 erreicht, weil Kenai den Fähigkeiten Level 4 in der, ja, genau. Okay, dann nehmen wir dann nämlich bei ihm sozial, weil ich finde, das passt irgendwie zu ihm, dass er so der Social Butterfly ist, der mit allen rumalbern möchte. Und Koda ist eher so ein bisschen der in sich gekehrte, der keinen Bock hat, mit irgendwem zu reden. Und da sie ja ein Merkmal brauchen, was negativ ist, müssen wir uns jetzt hier ein negatives Merkmal raussuchen, was ich ja leider bei Flynn nicht beachtet habe. Petito Schläfer, unkreativ, talentiert, Chaot. Ich glaube, Chaot würde ganz gut zu Kenai passen, weil er hatte ja auch albern als Kleinkind. Und dann können wir nämlich bei Koda gleich introvertiert nehmen. Das kann man ja jetzt dann so darstellen, wie man möchte, ob das ein negatives Merkmal ist oder nicht. Aber ich denke, das passt schon in die Kategorie. Okay, und er wird jetzt Chaot. Oh mein Gott, warum hat er rote Haare? What the hell? Okay, das werden wir definitiv ändern, weil woher sollen diese roten Haare kommen. Okay, und helfen, Kerzen auszupusten für Koda. Wir werden sie uns im nächsten Part genauer angucken. Also im nächsten Part wird der Part anfangen mit dem Umstyling der kleinen Kinder. Genau, damit wir jetzt hier nicht so Überlänge haben bei diesem Part. Weil ich glaube, wir haben sowieso schon ein bisschen Überlänge. Ich sag immer, wir haben Überlänge und dann, nachdem das Video fertig geschnitten ist, ist das dann immer nur so 20 Minuten lang. Ja, aber ich schneide halt mittlerweile viel raus, weil ich nicht Lust habe, dass sich so viele Sachen wiederholen und sowas. Viele von euch, wechseln Sie den Akku. Okay. Ich filme das Outro jetzt einfach mal ohne Dings. Oh, Flynn singt für Koda. Okay, was ich sagen wollte, ich filme das jetzt einfach ohne Facecam weiter. Tut mir leid. Okay. Er hat auch Level 2. Okay, dann wird er das Kreativitätsmerkmal bekommen. Kreatives Wunderkind, dieser Sim träumt einem davon, in der Kunst erfolgreich zu sein. Und das finde ich cool. Und dann kriegt er jetzt, wie gesagt, das... Oh, nee. Wo ist es denn? Introvertierte Merkmal. Ich finde, das passt zu Koda. Und Koda hat orangene Haare. Interessant. Eine Sache werden wir jetzt noch tun. Und zwar... Und dann werden wir den Part beenden. Obwohl. Wir machen das im nächsten Part. Woohoo! Cliffhanger. Wir lieben sie, Nina. Es tut mir leid. Aber ich möchte gerne meine Facecam dabei anhaben, während ich den Schwangerschaftstest mache. Deswegen werden wir erst im nächsten Part herausfinden, ob Snow schwanger ist oder nicht. Und wir werden herausfinden, wie die Jungs aussehen. Also Kenai und Koda. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf den nächsten Part wie ich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!